NRW-Forum war immer traditionell das Zentrum hier für das Photo Weekend. Ich möchte mich da auch nochmal herzlich bei Frau Wenzel und Herrn Lippert bedanken. Die sind ja die Mitbegründer des Photo Weekends, haben das wesentlich mit auf den Weg gebracht. Wieder im NRW-Forum mit Rusty Egan aus London vom Blitzclub. Bin ich ganz stolz. Ihnen beiden danke. Ja, gell? Zusammen geht mehr, gell? Ja, ja, das ist ja das richtige Leben und der Erfolg. Das ist ja richtig, oder? Ja, ja. Ja, das ist sicher der Schritt in die richtige Richtung, gar keine Frage. Eine tolle Sache, eine tolle Fortsetzung der Sachen, die wir hier haben. Es wird auch weitergehen. Wir haben ja jetzt zunächst mal den Ratsbeschluss, dass wir in diesem Jahr eben 250.000 Euro zusätzlich von der Stadt Düsseldorf bekommen. Düsseldorfer Galerien eröffnen, die Kunsthalle eröffnet mit Mareike van de Dam und abends gibt es eine Party wieder im NRW-Forum mit Rusty Egan aus London vom Blitzclub. Bin ich ganz stolz, auch die Düsseldorfer Musikszene wird kommen. Wir haben vorher ein kleines Abendessen mit Kraftwerk, mit Rusty Egan, mit Storch. Das ist super toll. Da freuen wir uns sehr. Ja, wunderbar. Und ich sehe hier auch eine sehr junge Klientel eigentlich. Richtig. Ne? Und das ist Richtig. Ja auch also eigentlich sehr wünschenswert in der Museumsszene. Unbedingt, unbedingt. Wir haben am Samstag, liebe Frau Schädler, das Portfolio auf der ersten Etage. Das ist ganz toll organisiert. Viele junge Künstler, ganz international, wirklich von der ganzen Welt, sind eingeladen und sind auch prämiert worden, hierher zu kommen. Wir werden einer hochkarätigen Jury zeigen ihre Werke innerhalb von 7 Minuten. Wir haben eine Kuratorin aus Italien, wir haben einen Kurator aus England, einen aus USA, den Herrn Jansen aus Düsseldorf hier auch mit dabei. Freuen wir uns sehr, die Enrica Vigano, die Kuratorin von Duane Michaels ist mit dabei. Ja. Und das ist ganz toll. Es gibt eine schöne Publikation auch zu diesen jungen Künstlern. Arte sponsert das Projekt mit einem Geldpreis und außerdem mit einem Film für den Preisträger in Arte anschließend. Dann haben wir als weiteres Event den Magazinsalon. Das ist auch super klasse. Es sind 50 internationale Magazine, die sich oben im ersten Stock präsentieren. Die Verleger kommen selber. Und die Gäste haben also die Gelegenheit in diese wunderbaren Foto-Deutschland-Premiere. Da bin ich sehr stolz drauf. Mit Duane Michaels, mit dem Film der Camille Guichard, kommt auch der Regisseur aus Frankreich. Thank you.
adäquaten neuen NRW-Chef finden. Ja, wir brauchen einen neuen Leiter. Das machen wir jetzt, suchen wir, sind wir schon dabei und ich hoffe auch, dass das funktioniert. Soll es weitergehen wird mit Fotografie, mit Design, mit Werbung, Architektur, das, was das Haus ausmacht und das Leben hier, ja. Also auch viele junge Leute hinzubekommen, etwas anderes zu haben als das klassische Drucken. Ja, das ist wunderbar. Dankeschön, Albers. Dankeschön, yes. Ja, das ist sicher der Schritt in die richtige Richtung, gar keine Frage. Eine tolle Sache, eine tolle Fortsetzung der Sachen, die wir hier hatten. Und ich bin schon überzeugt, dieses Jahr ist die Finanzierung stetig. Ich gehe davon aus, dass wir bald interessante Bewerbungen hier haben für die Führung des Hauses. Und dann gehe ich davon aus, das wird mit Schwung auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gehen. Also Düsseldorf ist ja eine Stadt, die durch Fotokunst also bekannt ist mit der Fotokunst und ich finde, das ist auch etwas, was man also sagen wir mal als Aushängeschild mitverwenden kann. Ja, nicht? Ja natürlich, aber ich fand die Mischung, die wir vorher hatten, auch ganz gut, dass eben manchmal Mode, manchmal solche Sachen, also ruhig, sehr beweglich. Wie gesagt, wir haben uns ja auch nicht so festgelegt, sondern haben gesagt, wir wollen jetzt mal sehen, wer kommt als Leiter hier hin. Der muss ja auch seine Idee mit reinbringen. Sie können ja nicht jemand das aufschreiben und sagen, so muss machen und du sollst das jetzt machen. Nein, nein, das wir wollen ja schon jemanden haben, der so kreativ ist, dass der auch irgendwas neue Akzente setzt. Genau. Ja, der muss ja auch einen gewissen Freiraum haben. Nicht? Ja, natürlich. Ja. Und davon gehe ich einfach aus, dass jemand kommt mit neuen Akzenten, neue Ideen. Die Führung bis jetzt war exzellent, gar keine Frage, braucht man sich nicht darüber zu unterhalten. Aber ich kann ohne weiteres verstehen, dass auch ein Kreativer irgendwann mal sagt, ich möchte was anderes machen. Ja, man kann ja nicht ein Remake machen. Und das hat Lippert gemacht und hat gesagt, ich möchte nochmal irgendwas anderes machen. Und wir wollen ja nicht irgendjemand, der jetzt das fortführt von Lippert, sondern wirklich auch jemand mit neuen Ideen. Ja. Brauchen wir. Und vor allen Dingen für junge Leute. Ne? Ja, dass sie sehen hier sehr, sehr viele junge Leute und natürlich. Die hätten ja gar keine Heimat mehr im Museum. Ja, so ist es. Ne? Nein, das also, ist ja was ja, interessiert. Ich würde es nicht ganz so hart sagen. Oh, ja. Also wir versuchen schon in vielen Museen auch was für Jüngere und jüngere Erwachsene zu machen. Aber das war natürlich hier ein Haus, wo wirklich Leute eben ans Museum rangeführt wurden. Genau. Und das müssen wir machen. Ja, das auf jeden auch, Fall. Schön. Bin das ich ziemlich zuversichtlich. Gut, ja, danke schön. Ja, danke schön. Gut, danke. Danke schön.
Thank you.